Schönen guten Tag, guten Abend allerseits. Herzlich willkommen bei WH Self Invest. Mein Name ist Stefan Fröhlich und ich freue mich, Sie hier wieder begrüßen zu können zu unserem Webinar Future Handel jetzt noch besser. Und wir wollen mal einen Blick auf den Future Handel werfen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da noch ein bisschen Bedarf hat, etwas zu erfahren zu der Thematik oder auch der ein oder andere Profi mit dabei ist. Auch die sind natürlich herzlich hier eingeladen und gesehen. Aber ich denke, gerade Future Handel ist immer ein Thema, wo man mal ein bisschen ja, Education betreiben kann, wo wir auch ein bisschen schulen können und wo wir jetzt auch im Januar aus guten Gründen einen Schwerpunkt gesetzt haben. Den werde ich auch gleich noch erklären, was es damit auf sich hat. Ja, wie immer sehen Sie unseren Risikohinweis hier und ich bin auch heute nicht alleine. Ich habe natürlich auch wieder einen Gastredner an meiner Seite, freue mich sehr, Ihnen René Wolfram hier heute auch wieder mit präsentieren zu können. Er wird dann auch einen großen Part in dem Webinar übernehmen und ein bisschen was zu seinem Handel erklären. René ist ja der Real Money Trader, ne, der mit echtem Geld schon seit Jahren unterwegs ist mit dem eigenen Konto oder auch sehr erfolgreich tradet. War unter anderem auch bei der Future-Weltmeisterschaft mit dabei, hat da Platz 3 belegt und ist auch ja, bekannter Coach und Ausbilder. Also er bildet da auch aus im Future-Handel. Und was ich immer so faszinierend an René finde, ist, dass er das alles sehr genau auch statistisch untersucht, was er da macht an Systematiken, die er einsetzt und in seinem Trading. Er kann alles mit Zahlen belegen. Das ist immer fantastisch. Und insofern bin ich dann immer wieder fasziniert, wenn er dann diese Statistik auch rausholt und das Ganze immer super belegen kann und erklären kann. Und ja, freue ich mich. Schönen guten Abend, lieber René, dass du bei uns bist. Hi. Ja, hi, guten Abend in die Runde. Freut mich, dass ich heute mal wieder dabei bin. Ja, sehr schön. Ja, du hast die Statistiken auch alle mitgebracht, hoffe ich. Ich habe alles dabei. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist immer wichtig, alles dabei zu haben. Das ist in der Tat wohl wahr. Gut, dann vielleicht noch mal eine kleine Umfrage am Anfang, dass wir mal so eine Idee bekommen, wie Sie denn so aufgestellt sind, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also, wann haben Sie mit dem Live-Training angefangen? Vor mehr als 4 Jahren, vor mehr als 3 Jahren oder ich trade im Moment nicht an den Märkten. Sie kennen das ja schon als Stammzuschauer oder Zuschauerin. Das machen wir ja eigentlich immer am Anfang, um mal so ein bisschen zu gucken, was hier los ist. Und wie die Gruppe so zusammengesetzt ist, das ist ja dann für uns auch immer ganz schön. Gerade jetzt bei dem Thema, ne? Futures. So, was haben wir jetzt hier? 66% haben abgestimmt. Dann lassen wir noch, dass wir die 70 erreichen hier. Das sollten wir dann auch noch gleich schaffen. So, alles klar. Dann Dankeschön fürs Abstimmen. Dann zeige ich mal kurz das Ergebnis. Also 38% haben vor mehr als 4 Jahren angefangen, 26% vor mehr als 3 Jahren und 36% traden im Moment nicht an den Märkten. Also doch eine ganz schön große Zahl, also ein gutes Drittel im Moment nicht am Markt dabei. Vielleicht aus mehreren Gründen, weil man einfach noch anfängt oder weil man einfach Pause macht. Und ja, da gibt es ja mehrere Gründe, warum das so ist. Aber wir haben eben auch sehr viel Erfahrung hier, wie ich sehe. 38% mehr als 4 Jahre, 26% mehr als 3 Jahre ist ja auch schon mal eine gute Zahl. Super, vielen Dank, dass Sie da mitgemacht haben. Ja, ich habe am Anfang gesagt, wir haben einen guten Grund, über Futures zu reden, denn wir haben ja seit 01.01.2023 eine Neuregelung sozusagen im Future-Geschäft. Was eigentlich jeden Händler in Deutschland, der privat unterwegs ist, auch betrifft, weil es gibt eine BaFin-Verfügung und diese BaFin-Verfügung ist dem seit 01.01. in Kraft getreten. Und sie besagt, dass man als Broker, und zwar egal, wo man ansässig ist als Broker, also ob in Deutschland oder in Europa oder in den USA, völlig egal, also jeder Broker dieser Erde, der einem deutschen Privatanleger das Future-Geschäft anbieten möchte, der muss dafür sorgen, dass es bestimmte Bedingungen erfüllt. Nämlich zum Ersten darf er das nur, wenn er auf die unbegrenzte Nachschusspflicht verzichtet. Das heißt also, der Broker muss selbst ins Risiko gehen und muss dann im Zweifel, wenn es zu Minussalden kommt durch den Handel des Kunden,
diesen selber tragen und decken. Also er geht selber ins Risiko damit. Ne? Vor dem 1.1. war es ja komplett umgekehrt. Da war es ja so, dass der Kunde mehr verlieren konnte, als er auf dem Konto hatte, durch diese unbegrenzte Nachschusspflicht und war dann verpflichtet, solche Minussalden auszugleichen. Das hat sich also damit dann erledigt. Und der zweite Punkt ist, um davon abweichen zu können, also das Geschäft trotzdem anbieten zu können, muss man oder ist das nur begrenzt auf sogenannte Absicherungs- oder Hedging-Geschäfte. Ja, das ist die zweite große Ausnahme, die man da hat. Und ja, der Punkt ist der, ich gehe mal hier auch kurz auf unsere Webseite, damit Sie das auch nochmal sehen. Es hat einige Konsequenzen gegeben im Markt. Ja? Also viele Mitbewerber haben darauf reagiert. Vielleicht, um das gleich im Vorfeld klarzustellen, bei WH Self Invest ist da in der Hinsicht nichts passiert. Also es gab keine großen Änderungen. Wir haben ihm einfach gesagt, alles klar, dann machen wir das so, dann bieten wir das ohne die Nachschusspflicht weiterhin an, das Future-Geschäft, so wie Sie es kennen, ganz gewohnt mit dem Nanotrader, mit CQG oder auch mit anderen Plattformen, die CQG-kompatibel sind. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, wir werden nichts an den Sicherheitsleistungen, an der Margin-Leistung ändern, sondern es bleibt alles so, wie es ist. Und das haben eben einige etwas anders umgesetzt. Also es gibt sogar einige Anbieter, die das Geschäft am 1.1. komplett eingestellt haben, die also gar nicht mehr am Start sind. Ja, da zählen so große Adressen wie Consors zum Beispiel zu. Ja, also da muss man tatsächlich mal gucken, wer jetzt überhaupt noch im Rennen ist, wer überhaupt noch das Future-Geschäft für den deutschen Privatkunden anbietet. Sind einige, wie gesagt, verschwunden vom Markt. Und die, die man so kennt, also insbesondere die Adressen wie Interactive Brokers, Ninja Trader, also die ausländischen Adressen, da hat sich einiges getan. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz hier an. Ich gehe mal hier auf Futures. Und dann schauen wir uns mal hier die Tabelle an zu der Sicherheitsleistung. Die nennt sich Margins, Börsengebühren und Kontraktdetails. Und da können Sie hier pro Börse im Prinzip das Ganze auswählen. Und jetzt, um mal unsere Systematik zu verstehen, ich nehme mal einfach hier den Mini-DAX mal als Beispiel. Der hat eine Intraday-Margin aktuell bei uns von 1420 Euro. Ne, der Punkt ist ja 5 Euro wert, ne, also 1420 Euro. Intraday bedeutet, wenn Sie die Position am gleichen Tag eröffnen und wieder schließen. Also auf keinen Fall über Nacht halten, sondern das Ganze am gleichen Tag eröffnen und wieder schließen. Und dann gibt es die Overnight Margin, das heißt, wenn man die Position eben über den Börsenschluss hinaus, also eine Nacht hält, dann wird über Nacht die Margin erhöht auf die 7.100 Euro. Warum ist das so? Weil die Nacht ein höheres Risiko haben kann durch Kurslücken beispielsweise, weil es gibt ja beim DAX immer noch eine Tradingpause, wenn sie auch kürzer ist, von 22 Uhr bis 1.15 Uhr. Daher rührt das auch, dass dann die Sicherheitsleistung erhöht wird. Das ist praktisch der Grund dafür. Und ganz wichtig ist auch die Börse selber, die Eurex. Ja, das sehen wir ja hier oben. Die Eurex ist ja diejenige, welche die hier den DAX beherbergt und worüber man den handeln kann. Die sorgt dafür, dass, oder die sagt, wir wollen für jede Position, egal ob sie intraday eröffnet oder geschlossen wird, bei Eröffnung müssen 7.100 Euro auf dem Konto sein. Das ist sozusagen die Original Margin, die die Börse fordert. Das heißt, wir als WH Self Invest sind verpflichtet, für jede Position, die ein Kunde über uns abwickelt und eröffnet, im Mini-DAX müssen wir die 7.100 Euro wirklich bei der Börse echt physisch sozusagen hinterlegen. Die müssen wirklich da sein. Und das ist, und deswegen ist das auch so interessant, dass wenn wir sagen, ja komm, für Intraday machen wir so ungefähr 30% nur, also nehmen wir als Margin von dieser Overnight Margin, sodass da die 1420 Euro rauskommen, dann ist das für uns ja auch nochmal eine Besonderheit, weil wir ja trotzdem die 7100 Euro hinterlegen müssen. Ja, also da sieht man schon etwas, was eigentlich selbstverständlich ist und auch war in diesem Geschäft, ist am Ende des Tages, wenn man mal das hinterfragt, wie das eigentlich umgesetzt wird, gar nicht mal so easy für den Broker. Ja, und jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass der voll ins Risiko geht, ist das schon mal eine Sache. Und deswegen haben einige Anbieter, eben auch unter anderem Interactive Brokers, gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir sind nicht mehr bereit, hier die Liquidität für den deutschen Kunden
sozusagen vorzuschießen und wir schaffen die Intraday-Margin komplett ab. Das heißt, diesen Vorteil, dass wenn man Intraday handelt und eine geringe Margin dafür braucht, die ist da vollkommen weggefallen. Und im Gegenteil, man hat dann noch gesagt, und da fühlte ich mich erinnert an alte Bankenzeiten, denn zu Beginn des Futures-Handels hier in Deutschland, und das ist lange, lange her, ja, da müssen wir schon zurückgehen, wo die deutsche Terminbörse hier in Deutschland gegründet wurde, in Frankfurt am Main, das ist ja der Vorläufer der Eurex, das war 1992, ja, 92 und 93 ist das Future-Geschäft dann eingeführt worden, sprich mit dem DAX und dem Bund-Future. Und damals war das noch gang und gäbe, dass die Banken auch einen hundertprozentigen Aufschlag auf die Originalmargin der Börse genommen haben. Also man musste mal doppelt so viel an Margin hinterlegen, als die Börse eigentlich haben wollte. Das war völlig normal. Manche Banken haben sogar 200% genommen. Also die haben richtig nochmal draufgeschlagen. Und genau das ist jetzt passiert, damit eben dieses Risiko etwas verringert wird für den Broker, dass der Kunde ins Minus laufen könnte und er dann praktisch auf diesen Geld sitzen bleibt, haben die ganz einfach mal entschieden, wir verdoppeln hier die Overnight Margin. Das heißt, damit sie überhaupt einen Mini-DAX bei diesen Anbietern, die das so machen, handeln können, brauchen sie 14.200 Euro, um überhaupt die Position eröffnen zu können, auf dem Konto. Ja, das ist schon mal ein Stiefel. Ja, also im Vergleich zu 1.420 Euro hier bei uns für eine Intraday, für eine Intraday-Position. Ja. Ja, der Michael fragt hier, betrifft mich die Änderung der Nachschusspflicht als Schweizer auch? Nein, das gilt nur für den deutschen Privatkunden, ja, der also wirklich in Deutschland ansässig ist. Für Sie als Schweizer ändert sich da nichts. Das heißt aber auch, dass Sie nicht in den Genuss kommen, weil letztendlich ist es ja für den Trader eigentlich ein Vorteil, ja, müssen wir ja auch mal sagen. Es ist ja für ihn ein Vorteil, dass er diese Nachschusspflicht nicht mehr hat, sondern dass er im Grunde genommen nicht mehr verlieren kann, nicht mehr Geld verlieren kann, als er auf dem Konto hat. Also es ist eigentlich eine schöne Sache. Das gilt, wie gesagt, jetzt für Sie als Schweizer nicht. Wie verhält es sich bei institutionellen Trainern, also die über eine GmbH traden, mit den Margins bei IB? Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann ja nicht für IB sprechen. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass es, wie es bei uns jetzt hier ist, letztendlich ist die GmbH ja per se durch die Konstruktion, ja, dass sie ja nur mit ihrem Eigenkapital haftet, ja sowieso aus der Haftung raus. Ja, also unbegrenzte Nachschusspflicht hin oder her. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, müssten Sie mal danach fragen bei IB, wie die damit umgehen. Es kann sein, dass sie trotzdem die hohen Margins nehmen, kann aber auch sein, dass sie es nicht machen. Also ich habe da keine Informationen, wie damit umgegangen wird. Gilt das auch für leerverkaufte Optionen? Naja, es bezieht sich hier nur auf das reine Future-Geschäft. Ja? Also nicht auf das Optionsgeschäft, sondern es bezieht sich auf das reine Future-Geschäft. Also so ist die BaFin-Verfügung auch entsprechend formuliert. Ja, vielleicht haben Sie noch ein paar Fragen dazu. Wir können ja nochmal ein zweites Beispiel aufrufen, damit wir das auch nochmal haben hier von der anderen Seite, von der CME. Ja, das ist ja auch mal so ein Klassiker, der gerne gehandelt wird. Haben wir hier den Mini-S&P, der bei uns mit 2160 Euro hier bedient wird im Intraday-Handel. Es gab und gibt immer noch Anbieter tatsächlich, die da nur 500 Euro aufrufen für diese Intraday-Geschichte. Beziehungsweise 500 Dollar, um es ganz genau zu sagen. Das ist natürlich auch wieder ein Fahrwasser, was gefährlich ist und insbesondere jetzt vor dem Hintergrund, dass eben das eigentlich ausgeschlossen ist, dass man die Nachschusspflicht hat. Die Frage ist, was passiert, wenn sowas mal, ja, wenn der erste Fall auftritt, ja, wenn dann tatsächlich der erste Minus ist, ja, dann muss man mal sehen, wie die, dieser, das sind US-Anbieter, ja, wie die US-Anbieter damit umgehen, weil könnten wir vorstellen, dass die auch erstmal sagen, ist mir erstmal egal, ich mache hier so weiter wie bisher. Und warum hat man diese Margin so niedrig gesetzt? Da war natürlich auch ein bisschen Taktik hinter, weil die sehr hohe Gebühren für einen Margin Call nehmen. Das kann man zwischen 50 und 100 Dollar kosten. Ja, wenn man praktisch mit dem Kontostand unter die Höhe der Margin rutscht, dann ist man ja im sogenannten Margin Call. Dann hat der Broker auch wiederum die Möglichkeit zu intervenieren und die Position glattzustellen. Dazu ist er auch durchaus berechtigt. Und ja, der Margin Call, der mit 100 Dollar,
Dann hat man vielleicht bei den Tradinggebühren oder bei den Kommissionen ein bisschen gespart, aber dann über den Margin Call wieder draufgelegt. Also es hatte alles so ein bisschen Geschäftsmodell und man ist da natürlich auch in einem gefährlichen Fahrwasser unterwegs, weil gerade dann, wenn eben so ein Ausfall mal im größeren Stil passiert und der eben nicht mehr kompensiert wird, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt durch Verfügung gesetzlicher Art oder weil die Kunden einfach nicht zahlen können, dann ist so ein Broker eben auch mal ganz schnell in der Insolvenz und dann wird es gerade in den USA gefährlich, weil da gibt es keine Einlagensicherung mal so richtig. Haben wir ja auch schon alles gehabt, dass Broker pleite gegangen sind und ja, dann einfach mal das Geld verloren hat. Ja? Und da hole ich mir mal gleich den René noch mit dazu, weil das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel. Das hast du ja erlebt. Ne? Du warst ja im Rahmen der Future-Weltmeisterschaft da am Start bei einem US-amerikanischen Broker, der dann die Grätsche gemacht hat und dann war das Geld weg. Ja, vor allem damals bei PFG Best hieß Genau. es auch, die Konten sind segregiert. Also sprich, das Kapital der Kunden ist getrennt vom Firmenkapital. Das war natürlich, das hat sich dann herausgestellt, dass es natürlich nicht so ist. Das finde ich halt in den USA auch immer ganz, wenn man ein Konto in den USA aufgemacht hat, der weiß, dass man da irgendwie 50 Seiten ausfüllen muss. Da wird ja alles Mögliche abgefragt. Kennst du irgendjemand, der eine Verwandte hat, die mit irgendwem mal Kaffee getrunken hat, der bei der Börse arbeitet? Also es ist unfassbar, was da abgefragt wird. Und dafür, dass die da so penibel sind, ist es schon erstaunlich, dass dort doch, ja, also wenn ich es jetzt mit hier vergleiche, doch solche Sachen passieren können, ne, wie es da war. Also da kam am Ende, kamen 30% zurück, der Rest war weg. Also keine Ja, schöne es war Erfahrung ja auch eine gewesen. Besonderheit. Ne? Es waren ja Kundengelder, die in der Bilanz waren, die waren ja dann nicht mehr vollständig da und einfach verschwunden. Ja, das ist ja auch Ja. eigentlich irre, wie sowas passieren kann. Ja, Und wie aber du wenn man sagst. die, wenn man, wenn man, aber wenn man die Madoff-Geschichte gesehen hat, ich habe mir die Doku mal angeschaut jetzt, das ist ja im Prinzip ein Abziehbild davon. Also es ist ja im Prinzip eine Blaupause für das, was bei PFG Best gelaufen ist. Und das muss ja wohl schon auch ja, 20 Jahre vorher bekannt gewesen sein, beziehungsweise man muss es wohl geahnt haben, dass da solche Sachen laufen. Also das ist natürlich dann schon erstaunlich, dass dort auch scheinbar jetzt nicht wirklich ein Lerneffekt ist. Also hier wird ja alles, sobald irgendwo mal was war, wird alles kaputt reguliert, was wahrscheinlich auch nicht gut ist, aber also Ja, das ist immer die andere Extreme. Das ist sicherlich nicht gut, weil es den, der es ernsthaft betreiben will und der es auch vernünftig betreibt, ja in seinen Geschäften einfach schlicht und ergreifend behindert. Ja, das ist, da bist du dann immer der Leidtragende. Ja, das ist halt das Problem. Gut, ja, dann würde ich sagen, also vielleicht um das noch abzuschließen, overnight, ne, wenn man das verdoppelt, sind wir bei 21.600, ja, versus 2.160, ist schon ein kleiner Unterschied. Das heißt also, Sie müssen schon mehr Kapital mitbringen, um sozusagen dann Futures handeln zu können, es sei denn, Sie kommen zu WH Self Invest. Und vielleicht noch einen wichtigen Hinweis, weil ich das eben mal so am Rande erwähnt habe, aber was wirklich super, super wichtig ist für jeden, der Future handeln möchte. Es ist natürlich klar, wenn das Risiko für den Broker ansteigt durch diese Regelung, dann wird er beim Risk Management, also sprich bei der Liquidierung von Positionen, die sich im Margin Call befinden, sicherlich auch etwas restriktiver vorgehen als noch letzten Monat. Das muss einem klar sein. Und das ist natürlich bei uns auch so. Wir gucken da natürlich schon mit Argusaugen drauf. Das ist auch nicht automatisiert, wie man denken könnte, sondern das ist wirklich ein Risk Manager aus Fleisch und Blut, der darauf guckt. Und da werden wir lieber einmal zu viel liquidieren als einmal zu wenig. Ja, das ist auch klar. Also deswegen kann ich nur jedem raten, lassen Sie es nicht so weit kommen, sondern disponieren Sie Ihre Position so, dass Sie überhaupt gar nicht mehr in den Margin Call kommen. Und dann haben wir auch gar kein Problem, weil dann der Broker auch nicht eingreifen muss. So simpel und einfach ist es. Wenn wir uns alle an die Spielregeln halten, ist das alles ganz simpel. Gut, ja, dann war das sozusagen das, was ich mal einleitend hier vortragen wollte und würde jetzt einfach mal René dir den Bildschirm rübergeben. genau. Ja, im Prinzip eigentlich hast du da, haben wir eine schöne Überleitung, weil Das ist gut. ein bisschen was zeigen zum Thema Kontoplanung, weil genau das ist ja auch das Problem, wenn ich sehe, wie viele Leute, wie viele Trader ihr Konto überhebeln.
Einfach drauf loshandeln, teilweise sich überhaupt nicht darum kümmern, was sind die Margins. Kunden, die handeln Palladium auch bei anderen Brokern und dort ist die Margin bei 215.000 zwischenzeitlich. Also könnte Palladium jetzt unter Null fallen und es wäre immer noch abgesichert. Also es würde immer noch nichts ins negative Terrain rutschen. Also es ist natürlich eine absurd hohe Margin. Und es wird einfach drauf losgehandelt. Also man muss natürlich schon auch kalkulieren und da wollen wir mal ein paar ja, wichtige Eckpunkte besprechen. Interessanterweise, ich finde gerade diesen Part im Trading tatsächlich interessant, dass man sich mit Konto- und Strategieplanung und auch Strategieentwicklung, werden wir auch ein bisschen streifen, befasst. Für viele ist das langweilig, aber ja, ist halt die Frage, ob man eher den Thrill will und dann mal immer wieder irgendwie einen Adrenalinstoß hat, wenn irgendwie das nächste Konto platt ist, oder ob man vielleicht mal anständig plant und dann auch dauerhaft Spaß am Trading hat. Ich halte Letzteres für viel, viel sinnvoller. Und da gibt es ein paar einfache Schritte, die man einfach ja, nach und nach gehen muss, beziehungsweise ein paar einfache Dinge, die man in der Kontoplanung machen muss. Zunächst einmal geht es immer darum, welche Kapitaldecke steht zur Verfügung. Das muss ich natürlich abklären. Da machen aus meiner Erfahrung heraus viele den Fehler. Manche haben natürlich nicht viel Kapital. Wenn ich nicht viel habe, kann ich es jetzt nicht einfach irgendwo herzaubern. Dann muss ich halt mit wenig auskommen. Es ist besser, mit wenig zu starten, als gar nichts zu machen. Ich glaube, gerade in unseren Gefilden hier, die Gesellschaft altert. Die klassischen Vorsorgesysteme, da würde ich mich jetzt, also ich hatte noch nie die Intention, mich darauf zu verlassen, aber wenn man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren noch aufs Rentensystem verlassen wollte, ich glaube, jetzt ist das eine noch schlechtere Idee als damals, zumindest meine Sicht. Insofern sollte man sich sowieso irgendwie mit den Kapitalmärkten befassen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, mit welcher Kapitaldecke man startet. Und das ist aus meiner Sicht auch ein universelles Gesetz. Völlig gleich, ob ich jetzt Immobilien kaufen möchte, ob ich am Aktienmarkt, im Futuresmarkt handeln möchte, ob ich ein großes Unternehmen bin, was vielleicht Rohstoffe einkauft. Das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche und das ist natürlich ein bisschen frustrierend für diejenigen, die wenig Kapital zur Verfügung haben. Wenn ich einen großen Kapitalstock habe und sage, ich möchte Immobilien kaufen, dann fahre ich irgendwo rum, sehe vielleicht eine Immobilie, die zum Verkauf steht, klingel dort und sag hier, ich zahle das bar oder ich zahle das direkt, ich überweise das Geld heute, ich hätte aber gerne 3% Skonto oder 5% Skonto und dann kriege ich das sogar noch günstiger. Der Nächste, der die gleiche Immobilie möchte und vielleicht nur 100.000 zur Verfügung hat, wenn die Immobilie 1 Million kostet, der muss einen Kredit aufnehmen, zahlt noch Zinsen. Bedeutet im Trading natürlich, ich muss verstehen, dass wenn ich ein kleines Konto habe, dass ich nicht eins zu eins das machen kann, was ich in einem großen Konto machen kann. Ich kann bis zu einem bestimmten Punkt kann ich natürlich versuchen, es ähnlich zu machen. Aber das ist auch etwas, was wir heute hier herausarbeiten werden, dass ich eben ein kleines Konto ganz andere, teilweise auch mit anderen Strategien oder häufig mit anderen Strategien bestücke und bestücken muss, als ein großes Konto, weil der Primärschlüssel ein ganz anderer ist. Also die Kapitaldecke ist einer von den zwei absolut essentiellen limitierenden Faktoren. Und in dem Fall ist es halt für viele tatsächlich ein sehr limitierender Faktor. Wir haben eine Umfrage gemacht in der Gruppe meiner Trader. Und da ist es so, dass die größte Häufung ist so bei 15.000 und bei 30.000 Euro. Das ist natürlich, das ist eine Kapitaldecke, wo man jetzt nicht sagen kann, dass man dort viel Schwankungen aushalten kann. Es gibt vergleichsweise wenige, die jetzt mit sechsstelligen Beträgen hantieren. Und das Interessante ist, es gibt gar nicht mal so wenig Leute, die hätten mehr zur Verfügung, haben aber Sorge, dass wenn sie das auf ihr Handelskonto packen, dass sie es dann möglicherweise auch verzocken und fangen deshalb mit wenig Kapital an. Und das ist aus meiner Sicht natürlich genau falsch, weil ich muss ja wenn ich einen seriösen Broker habe, der schon sehr lange am Markt ist und der wirklich seriös arbeitet, und das kann man aus meiner Sicht auch, kriegt man das schnell mit, ob ein Broker seriös ist oder nicht.
dann habe ich schon mal die Gefahr, dass das Geld irgendwie veruntreut wird oder Gott weiß was, die ist schon mal sehr, sehr stark reduziert. Komplett ausschließen kann man gar nichts, weil Betrüger werden einem nicht von vornherein sagen, übrigens, in 2 Jahren hauen wir mit deinem Geld ab. Aber es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich habe dann aber natürlich die Möglichkeit, in einem großen Konto Risiken viel, viel besser zu reduzieren, weil ich nur einen Bruchteil einsetzen muss und kann. Ich kann besser streuen, das heißt, ich kann also Effekte, Schwankungen auch abfangen und abfedern. Also wenn ich vor der Frage stehe, ich habe 150.000 zur Verfügung, packe ich da eher 100.000 drauf auf dem Handelskonto oder packe ich eher 20.000 drauf, dann würde ich immer 100.000 draufpacken. Und zwar nicht nur aus der Perspektive, die ich jetzt habe mit 25 Jahren Handelserfahrung, sondern einfach aus Gründen der Vernunft. Das macht man ja in der privaten Haushaltsplanung, sollte man das ja auch machen, dass man ein bisschen Puffer hat, weil es können eben Sachen passieren. In den letzten 3 Jahren haben wir ja alles, was auch nicht denkbar ist, erlebt. Märkte, die ins Minus rutschen, Margins, die erhöht werden mussten von der Börse, weil die Schwankungen einfach irre waren. Also es ist alles Mögliche passiert. Insofern, ich muss natürlich gucken, dass ich solche Black Swan Events, die ja selten vorkommen, aber ich muss es ausschließen mit meiner Kapitalplanung, dass mich das trifft. Das heißt also, entweder ich kapitalisiere das Konto besser und üppiger, oder ich muss eben, wenn ich ein kleines Konto habe, speziell für dieses kleine Konto planen. Und da geht es darum, Schwankungen auszuhalten und zu diversifizieren. Das sind da die beiden Schlüssel. Um diversifizieren zu können, ist eine breite Marktauswahl wichtig. Es gibt ein paar Broker, speziell im Derivatebereich ist das eher der Fall, bei denen man nur zwei oder drei Emittenten handeln kann. Das wiederum bedeutet, ich kann bestimmte Märkte, weil jeder Emittent bietet eben, hat sich vielleicht auf irgendwas spezialisiert. Die einen bieten viele Aktien an, haben aber überhaupt keine Rohstoffe. Die anderen sind bei Rohstoffen sehr, sehr breit aufgestellt, haben aber dafür keine Aktien oder wenig Indizes. Also wenn man jetzt einen Broker zum Beispiel danach auswählt, dass alles nichts kostet, ist das schwierig, weil ich werde es hintenrum oder beziehungsweise am langen Ende werde ich es zehnfach, werde ich es draufzahlen. Das heißt also, wir kommen schon beim zweiten Punkt an einen, ja, an einen strukturellen, an einen infrastrukturellen Punkt, nämlich die Brokerwahl. Und das heißt jetzt gar nicht, man muss unbedingt bei WSF Invest ein Konto haben. Es gibt mit Sicherheit auch andere Broker, die gut sind. Aber gerade auch Ja, in den aber letzten, vornehmlich schon, das, ja, genau. ne? Aber gerade auch in den letzten Monaten haben auch Kunden von mir, die gesagt haben, nee, ich bin bei Broker XY, ich bleibe auch dort, haben dann schon auch gemerkt, im realen Handel, wenn man dann bestimmte Strategien handelt und auch bestimmte Märkte handelt, dass dann auf einmal bei dem einen Broker viel, viel mehr Slippage da ist, die Margins sind auf einem ganz anderen Level. Das ist ja auch etwas, was viele vielleicht gar nicht so präsent haben, dass nicht jeder Broker die gleiche Margin den Kunden weitergibt. Es gibt zwar eine Margin-Vorgabe von der Börse, aber manche setzen die Margin halt auf das X-fache rauf. Beispiel Palladium, habe ich ja gerade gesagt, werde ich nachher auch einen Screenshot dazu zeigen. Da steht die Margin sogar nur bei 170.000 Dollar für Palladium, aber das ist natürlich trotzdem ein absurd hoher Betrag, weil, wie gesagt, das ist dann ist das Risiko abgesichert, dass Palladium über Nacht auf Null fällt. Und das ist nun tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, es ist ausgeschlossen. Wir haben durch Rohöl gelernt, dass selbst das mal vorkommen kann. Aber es ist schon ganz wichtig, dass man sich infrastrukturell, was den Broker angeht und auch was die Datenqualität angeht, dass man sich da sehr, sehr gut aufstellt, weil die Datenqualität ist wiederum das. Wir handeln zum Beispiel sehr simple Systeme, also sehr einfache Strategien. Ich werde auch gleich noch dazu kommen, warum Einfachheit ganz, ganz wichtig ist. Ich habe da früher gar nicht so die Antenne dafür gehabt, warum alle erfolgreichen Trader, die mir so meinen Weg kreuzten, warum die immer erzählt haben, ein System muss einfach sein. Ich dachte, okay, die wissen es vielleicht einfach nicht besser. Aber Einfachheit ist aus verschiedenen Gründen ganz, ganz wichtig, wenn wir noch dazu kommen. Also wir handeln sehr einfache Systeme, wo es nur darum geht,
ein X-Periodenhoch, also ein Fünftageshoch, ein Vortageshoch, ein Monatshoch oder auch ein Monatstief abzulesen. Und je nachdem, was man für einen Datenfeed hat und je nachdem, was man für eine Strategie handelt, wenn ich jetzt eine Strategie handle im kurzfristigen Bereich und brauche das Tageshoch vom gestrigen Tag, dann kann es je nach Datenfeed, wenn der Datenfeed schlecht ist, dann kann es sein, dass dort einige Ticks verschluckt sind. Das heißt, ich handle mit meiner Strategie auf Basis eines völlig falschen Tageshochs. Das heißt also, ich muss entweder mehrere Datenquellen haben und muss das dann überprüfen können, muss mich da auch erstmal reinarbeiten, welche Datenquelle ist wie verlässlich. Das ist auch ein Punkt, an dem viele glauben, etwas sparen zu können. Allerdings spart man nichts. Wenn man irgendwie meint, okay, andere Datenfeed ist $20 oder 20 € günstiger, wenn man dafür aber irgendwie von 30 Trades 5, 6 macht, die gar nicht drin sein dürften, weil eigentlich gab es gar kein Signal oder der Stop ist gar nicht ausgelöst worden. Also Datenqualität ist auch sehr, sehr wichtig, weil wenn die Qualität nicht gut ist, können wir nicht strategiekonform handeln und das bedeutet, dass wir uns abseits des eigentlichen Gewinnvorteils bewegen, was nicht wirklich gut sein kann. Thema Margin habe ich eben gerade schon gesagt. Das ist auch ein Erfahrungswert, wenn ihr euch mal verschiedene Broker anschaut. Und das ist ja alles infrastrukturell, was wir jetzt hier besprechen. Das ist aber essentiell. Das sind banale Dinge, denkt man sich. Aber es ist schon sehr entscheidend. Auch da weiß ich das noch aus dem World Cup-Jahr 2013, das ist jetzt genau 10 Jahre her. Da war ich ein paar Tage, ich glaube so 10 Tage vor Schluss, war ich bei knapp 65% und mich hat es dann runtergehauen auf 52% zum Schluss, weil es gab beim damaligen Broker, das war Myros Futures, also beziehungsweise war die Plattform von Myros Futures, gab es ein Rollout einer neuen Software und dann wurden irgendwie an einem Tag wurden auf einmal Positionen angezeigt, die schon längst geschlossen waren. Das kriegt man aber natürlich, weiß man gar nicht, was da jetzt los ist. Ich dachte, okay, da habe ich mich vielleicht verklickt oder die Order ist nicht durchgegangen oder was weiß ich. Dann habe ich also nochmal drauf geklickt, habe die Position also vermeintlich nochmal geschlossen. In Wirklichkeit war es einfach nur ein Displayfehler. Das heißt, also da wurde irgendwas angezeigt, was gar nicht mehr drin war. Die haben halt irgendwie das Konto von gestern oder von vor 2 Tagen angezeigt. Und durch mein nochmaliges Schließen der Position war ich auf einmal in die Gegenrichtung positioniert, ohne es zu merken, weil mir das gar nicht angezeigt wurde. Das ist natürlich Also ungesehen, ne? ja, also das war aber auch ein Broker, der damals sehr, sehr günstigen Konditionen aufwartete. Und wenn ich eines gelernt habe, und das bezieht sich gar nicht mal nur auf die Börse, sondern jeder von euch, der ein Haus gebaut hat oder der irgendwas oder ein Auto sich gekauft hat, wird das wissen, wenn ich irgendwo Einsparungen mache, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwie mit Qualitätseinbußen einhergeht. Das heißt nicht, dass alles, was teuer ist, zwingend gut ist, aber wenn in einem gleichen oder ähnlichen Wirtschaftsraum der eine alles für umsonst anbietet und der andere nimmt $5 meinetwegen für einen Trade, dann muss man sich die Frage stellen, ist der eine ein Abzocker und der andere ist ein Samariter? Ein Wohltäter oder wie kann das sein? Und die Erfahrung zeigt einfach, dass die Broker, die sehr, sehr günstig vermeintlich sind, dass man dort unkontrolliert und unkalkulierbar viel mehr zahlt. Also in meinem Fall war es so, dass das Konto um 15% runterging. Alleine nur diese Situation hat damals ja 1.600, $2.000 gekostet, so um den Dreh herum. So, wie viele Trades? Ich habe damals knapp, ob ich 100 Trades gemacht in diesem Jahr, in dem World Cup. Wie hoch müssten die Gebühren sein, damit man also wie viel teurer müssten die Gebühren sein, damit man $2.000, die man mit so einer Aktion, mit einfach einer Ja, schlechten genau. Qualität, also da könnte ich ja $25 pro Roundturn zahlen und hätte immer noch keinen Nachteil. Also so teuer können Gebühren gar nicht sein. Das ist also nicht der Primärschlüssel. Und die Erfahrung zeigt jetzt auch, dass gerade in dieser Situation, der Stefan hat es ja vorhin gesagt, dass jetzt die Broker, die vermeintlich sehr günstig sind,
wo man ja sowieso schon nicht so den super Support hat, braucht vielleicht auch nicht jeder, wenn jemand sehr erfahren ist, braucht er vielleicht keinen guten Support oder glaubt es zumindest. Aber dass die natürlich als erstes die Hände heben und sagen, nee, also wir übernehmen mit Sicherheit kein Risiko. Und die hauen dann natürlich bei der Margin ein Zigfaches drauf. Und das kann einem nicht egal sein, weil es natürlich darüber entscheidet, jemand, der jetzt, sagen wir mal, selbst ein 200.000er-Konto hat, was üppig ist, der konnte oder der kann bei normalen Verhältnissen und bei normalen Margin-Bedingungen, die ein Broker aufruft, kann der zum Beispiel Palladium locker handeln. Der gleiche Kunde und kann aber parallel auch noch zig andere Märkte handeln, weil er einfach ein Palladium vielleicht $50.000 Margin zahlt und hatte noch 150.000 frei für andere Trades. Das heißt, der kann breit streuen, der kann alle Trades machen, der kann auch Palladium handeln. Der gleiche Trader bei einer Margin von 170.000 kann eigentlich vernünftigerweise nicht mal Palladium handeln. Wenn er es macht, kann er keinen anderen Markt mehr handeln, solange Palladium läuft. Und jetzt kann natürlich der eine oder andere wird sagen, ja, wen interessiert denn Palladium? Das handle ich sowieso nicht. Möglicherweise ist genau das der Fehler. Bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr breit aufgestellt bin und Palladium, ich zeige das dann auch nachher, ist der performanceträchtigste Markt. Das heißt also, das ist nicht so irgendwie ein Markt, wo man sagen kann, ja, ist doch mir egal, sondern das ist ein Markt, bei dem man mit verschiedensten Systemen, Breakout-Systeme, Trendsysteme, saisonale Setups auch sehr viel verdienen kann. Also kann es mir eben nicht egal sein. Und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass jemand seinen Handel, so wie er ihn absolvieren muss, gar nicht mehr fortführen kann. Insofern ist das also schon sehr, sehr wichtig, dass man sich da sehr gut aufstellt und dass man eben nicht einfach sagt, ja, ich nehme irgendeinen Broker und handle irgendwelche Strategien, sondern da braucht es schon natürlich auch eine sehr, sehr dezidierte Planung. Ja, Es ist ist schon interessant. Aber vielleicht nochmal ein Punkt, weil du das nochmal so schön auseinandergedröselt hast mit der Qualität und den Einsparungen, ja, dass man möglicherweise Qualität einbüßt, wenn man an einer Stelle einspart. Was auch viele denken ist, das ist, bezeichne ich immer als das Commodity-Denken. Ja, man denkt immer, eine Dienstleistung ist gleich, die kann ich vergleichen. Also die ist absolut gleich und es hängt nur am Preis, ob ich ja, Mehrwert daraus ziehe oder nicht. Und das ist meistens auch ein Trugschluss, weil es gerade im Brokerage-Geschäft gibt es so viele Nuancen, wo sich das unterscheidet. Also man sollte nicht annehmen, dass der eine wie der andere das Gleiche macht. Nee, alleine von den Ausführungen. Ja, Ich habe dir ja auch genau. mal eine Story erzählt, damals von einem Kunden, der bei euch ein Konto hatte und noch bei einem anderen Anbieter, der auch sehr bekannt ist. Und der hat ein und dieselbe Strategie in zwei Konten umgesetzt. Das war bei Kaffee damals, muss man sagen. Bei den großen, schweren Ja. Märkten wäre das jetzt nicht vorgekommen. Aber bei Kaffee hatte der bei euch manchmal, wenn es irgendwie Ausbrüche gehandelt, da hatte der manchmal 1, 2 Ticks Slippage, was also so, ja, ein Tick sind $18, 75, 2 Ticks sind $36, $37, also das ging Oh, noch. schon nicht Und wenig. in dem, ja, aber in dem anderen Konto hatte er in der Spitze mal 20 Ticks Slippage. Und das im Kaffee-Future, das natürlich, das heißt, der ist 1 Cent schlechter reingekommen, das sind $375. Das ist natürlich dann schon spektakulär. Und ja, natürlich ist die Anbindungsqualität und die Ausführungsqualität und die Ausführungsgenauigkeit nicht gleich. Und da laufen gerade in den USA auch noch ganz andere Geschichten, die ich auch durch die World Cup-Teilnahme teilweise mitbekommen habe, wo ich auch echt erschrocken war. Also man muss da schon genau hinschauen und das Problem ist halt, wenn man keine Vergleichbarkeit hat, ich nenne das Dorfphänomen, wenn man irgendwie bei uns war es immer so, dass sehr, sehr hübsche Frauen sich den ersten, wenn sie volljährig waren, der erste Freund, den sie hatten, mit dem sind sie dann auch zusammengeblieben und wenn sie dann zum ersten Mal in die Großstadt kamen, haben sie gesehen, ach, es gibt ja auch noch andere Leute. Und wenn man jetzt natürlich nur einen Broker hat und denkt sich, okay, naja, dann ist halt die Ausführung so. Also gerade das Slippage kriegt man teilweise gar nicht, kriegt man gar nicht wirklich mit, weil man halt irgendwo eine Ausführung hat und man kriegt es vielleicht gar nicht, hat es gar nicht so präsent, wo die Ausführung eigentlich sein müsste. Also das ist schon auch ein sensibler Punkt. Und da muss man auch bei der Strategieauswahl, muss man auch schauen, dass eine Strategie wirklich einen großen Gewinnvorteil hat, weil ich kann sowas natürlich nie komplett ausschließen, selbst wenn ich einen guten Broker habe. Also braucht eine Strategie schon einen großen Gewinnvorteil. Wir werden uns auch gleich ein paar
Statistiken anschauen dazu, beziehungsweise ein paar Zahlen auch dazu anschauen, was ist gesund und was ist eher nicht gesund als Gewinn pro Trade. Also der sollte schon hoch sein, weil ich ansonsten keinen Spielraum habe für irgendwelche Ungenauigkeiten, für eigene Fehler und dergleichen. Ich würde gerade in der heutigen Zeit auch, wenn jemand mit einem kleinen Konto, also was bedeutet klein? Für mich bedeutet klein alles, was unterhalb von 30.000 ist. Also unterhalb von 30.000 Euro ist klein. Zwischen 30 und 75.000 ist für mich so, naja, mittel. Und so, dass man sagen kann, es ist gut kapitalisiert, also normal, so ab 120.000 bis 150.000 aufwärts. Das ist ein gut kapitalisiertes Konto und ab 250.000 würde ich sagen, ist es so, dass man sagen kann, es ist groß. Das nur mal so zur Einordnung, wenn ich solche Begriffe hier in den Raum schmeiße. Und wenn man ein kleines Konto handelt oder ab einem mittleren Konto, also ab 50.000 abwärts, ist es, oder sogar ab 50.000 bis 70.000 abwärts, ist es schon wichtig, und da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich einiges getan, was für uns gut ist, dass man skalierbare Märkte handelt im Futures-Bereich. Es gibt mittlerweile Micro-Futures auf ganz, ganz viele Futures-Kontrakte, auf ganz viele Futures-Märkte, auf die es das früher nicht gab, auf den FDAX, auf Crude Oil. Es gibt im Prinzip eigentlich auf extrem viele Märkte, also gerade auf so auf die großen und wichtigen Märkte, Kupfer auch, da gibt es eigentlich bei den ganzen Currencies gibt es auch Micro-Kontrakte, bei Gold gibt es Micros. Also man hat eigentlich da eine sehr gute Möglichkeit zu skalieren. Das sind nicht, natürlich logischerweise nicht die liquidesten Futures, aber die sind schon auch so liquide, dass man da seine kleinen Positionen gut unterbekommt. Und das ist schon sehr wichtig, auch in der Kontoplanung, dass ich also bei der Strategieauswahl nicht einfach sage, okay, ich nehme die und die Strategie, weil die performt gut. Ich muss natürlich gucken, was für Schwankungen verursacht sie mir denn. Und wenn sie große Schwankungen verursacht, also wir haben zum Beispiel der FDAX ist bei uns der Markt, der am zweitmeisten verdient, in unseren Power Breakouts zum Beispiel, nach Palladium, Erdgas, Palladium, FDAX, die sind so die Top-Performer. Und da muss ich natürlich gucken, dass ich da runter skalieren kann, weil so ein FDAX, wir haben da teilweise Trades, wo man 1000 Punkte als Stop haben muss, weil das einfach vom System her notwendig ist, dass man diese Schwankungstoleranz bietet. Wenn ich das mit dem großen Future mache, dann habe ich da viel Spaß, weil dann habe ich 25.000 Euro Risiko für den einzelnen Trade. Und naja, wie viel das ausmacht, also bei einem Konto von der Viertelmillion wären dann 10% Risiko pro Trade. Wenn man das runter reduzieren möchte auf 3%, muss ja das Konto viel, viel üppiger sein. Da gehe ich in Richtung 750.000 bis zu 1 Million, die ich bräuchte, wenn ich also mit diesen Risikowerten arbeiten möchte, was für viele normal ist, also irgendwas zwischen 1 und 3%. Bedeutet also, es ist ein großer Vorteil, dass es diese Skalierbarkeit gibt. Man sollte sie natürlich dann auch nutzen. Und das muss man aber, dazu muss ich natürlich Zahlen haben. Ich muss wissen, was für Schwankungen verursachte meine Strategie in der Vergangenheit. Das sind natürlich auch nur Orientierungswerte. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Strategie, die vielleicht in der Vergangenheit, keine Ahnung, maximal 25.000 Dollar Drawdown hatte, dass das in der Zukunft auch so sein wird. Aber man hat schon ganz gute Orientierungswerte, vor allem wenn man eine langfristige Auswertung hat und über viele Dekaden sich das sehr stabil in diesen Zahlenwerten bewegt. Einsätze klein genug wählen ist also ein ganz, ganz wesentliches Element, denn wir müssen das Gesetz der großen Zahlen ausspielen, wenn wir einen statistischen Vorteil haben. Dazu komme ich aber erst gar nicht, wenn ich mein Konto überhebele und wenn ich nach einer kleinen Gruppe von Trades schon aus dem Spiel bin. Ob das jetzt entweder deshalb ist, weil ich einen Margin Call bekommen habe und mein Konto geplättet habe oder weil ich vielleicht Schwankungen verursache, die mich mental überfordern, wo ich sage, oh, das schwankt mir aber zu stark. Ich pausiere jetzt mal lieber, das ist mir zu viel. Letzteres passiert viel, viel öfter, weil viele gar nicht auf dieser Seite so wirklich geeicht sind oder in diese Richtung geeicht sind. Also ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich also verstehe, ich muss das Risiko tatsächlich, das Risiko pro Trade, das Risiko, dass ein einzelner Trade zu viel Schwankungen verursacht, das muss ich wirklich klein halten. Und da braucht es schon eine intensive Planung. Ein anderer Fehler, den viele machen, ist, dass sie einen Planungshorizont haben, der unfassbar kurz ist. Bei vielen ist es so, dass sie also mir hat mal ein Kunde irgendwie nach
nach 6 Wochen geschrieben, es ist das Geilste, was er je, also es ist der beste Ansatz, den er jemals gehandelt hat. Er hat schon so und so viel gehandelt, so und so viel Gewinn gemacht. Es war irgendwie ein hoher fünfstelliger Betrag, den er verdient hatte, laut seiner Auskunft. Und ich habe mich gefragt, wie das sein kann, weil ich habe ja die Strategien auch gehandelt. Die waren zwar in der Zeit erfolgreich, aber ich habe jetzt keine hohen fünfstelligen Beträge verdient gehabt. Der Schlüssel war ganz einfach, er hat es komplett überhebelt gehabt. Und hat natürlich nach 6 Wochen drauf geguckt. Ja, nach 6 Wochen, wie viele Trades habe ich da gemacht? Je nachdem, ein paar Dutzend vielleicht. Das ist natürlich völlig zufällig. Ja, da hat man vielleicht mal, wenn man es überhebelt, einen hohen fünfstelligen Betrag gewonnen. Wenn man es überhebelt und es läuft in der Zeit beschissen, ist man auch schon weg vom Fenster. Also es ist ein viel zu kurzer Zeitraum. Wenn jemand nach so einer kurzen Zeit schon sagt, es ist super oder es ist beschissen, dann hat er einen völlig falschen Planungshorizont. Und das kann man von völlig verschiedenen mathematischen Seiten angehen, indem man einfach guckt, was ist der Erwartungswert einer Strategie, wie lange dauerten die größten Drawdowns, zeige ich auch gleich in den Grafiken mal, was für Kennziffern dort interessant sind oder wichtig sind. Und dann kommt man immer dahin, dass es sinnvoll ist, ja, so in Richtung 5 bis 7 Jahre zu planen. Das bedeutet ja nicht, dass man erst nach 5 bis 7 Jahren Geld verdient. Aber das muss der Planungshorizont sein. Das macht man ja beruflich auch. Man studiert ja oder macht seine Ausbildung nicht in der Intention, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal irgendwie eine Ausbildung zum Schlosser und ja, wenn es mir nicht gefällt, dann schule ich nach 3 Monaten um und mache wieder was anderes. Also eigentlich ist ja der Plan schon, dass man seinen Job auch eine Weile ausübt oder idealerweise vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. Und gerade an der Börse haben viele wirklich einen absurd kurzen Planungshorizont. So nach 3 Jahren kann man mal so eine Zwischenwasserstandsmeldung machen an sich selbst und man mal schaut, wie ist es denn so gelaufen, weil dann müsste man im statistisch signifikanten Bereich, was die Trade-Anzahl angeht, sein. Aber alles darunter ist viel zu kurz und ist natürlich führt dann immer dazu, dass man inkonsequent wird. Plattform sollte natürlich auch funktionell gut sein, weil es gibt die Strategien zum Beispiel arbeiten teilweise zu Uhrzeiten, die jetzt nicht unbedingt mit unseren mit unseren Schlaf- und Wachzeiten unbedingt sehr harmonieren. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ganz viele Trades um 0 Uhr nachts eröffnet werden müssen. Ja, dann muss man natürlich entweder die Strategie ein bisschen von der Strategie abweichen oder man muss eine Eröffnungsfunktion, bei euch heißt die Good After Time, diese Funktion nutze ich dort zum Beispiel. Das heißt, ich kann jetzt eine Order einstellen, lege mich um 7:45 meinetwegen schlafen. Also das wird nicht passieren, aber wenn es so wäre und um 0 Uhr wird die Position eröffnet, ohne dass ich am Rechner sein muss. Sowas ist natürlich dann schon auch ein Vorteil. Und Strategieauswahl nach individuell limitierenden Faktoren, das ist ganz wichtig. Die individuell limitierenden Faktoren haben wir vorhin schon angesprochen. Faktor 1, Kapitaldecke. Also wie viel Kapital habe ich? Einige haben viel Kapital, da ist der Primärschlüssel wahrscheinlich Performance. Andere haben wenig Kapital, da muss der Primärschlüssel nicht Performance sein, sondern Drawdown. Heißt also, ich wähle die Strategien danach aus, was ich mir leisten kann. Wenn ich mir nicht viel leisten kann an Schwankungen, dann kann ich auch keine Strategien auswählen, die viel Schwankungen verursachen. Das geht meistens dann auch zu Lasten der Performance. Aber erstmal geht es ja darum zu überleben. Heißt also, ein kleines Konto ist in der Regel mit anderen Strategien bestückt oder mit einer anderen Auswahl von Strategien als ein großes Konto. Zweiter Faktor, der limitierend ist, ist der Faktor Zeit. Was kann ich wie umsetzen? Viele traden nebenberuflich. Für die wird es dann zum Beispiel nicht möglich sein, um 0 Uhr nachts sich an den Rechner zu setzen und eine Position zu eröffnen. Oder auch ja, irgendwelche Trades mitten am Tag zu machen. Das heißt also, auch das schließt schon mal einen bestimmten Strategiestock einfach aus. Und die mentale Belastbarkeit ist natürlich auch ein sehr, sehr limitierender Faktor. Wenn ich Strategien habe, die riesige Schwankungen verursachen, die ganz geringe Trefferquoten haben. Trefferquoten verdienen zwar kein Geld, aber es ist natürlich eine Frage, ob ich überhaupt das aushalte, wenn ich jetzt vielleicht 20, 30 Mal in Folge verliere. Wenn eine Strategie das mit sich bringt, dass das öfter passiert und ich einfach sehr, sehr viel negative Feedbacks vom Markt bekomme, dann ist das nicht förderlich für konsequentes Handeln über einen langen Zeitraum. Insofern sind diese Faktoren wichtig. Und hier mal zum Vergleich.
sind jetzt die Kennziffern von zwei verschiedenen Portfolioansätzen. Wir haben links als Primärschlüssel einen geringen Drawdown. Das heißt, das sind Strategien aus verschiedenen Strategieansätzen. Da haben wir nur die Trades rausgegriffen, die sehr geringe Drawdowns haben, also die nicht viel Schwankungen verursachen. Das kann ich in einem kleinen Konto handeln. Wir sehen hier maximaler Drawdown 13.928. Das ist die größte Schwankung, die hier jemals stattgefunden hat. Strategie hat natürlich netto dann auch ein bisschen weniger verdient, sind nur 777.000. Durchschnittlicher Gewinn pro Trade 173. Wenn wir hier rechts sehen, das ist ein Portfolio, wo nur die Strategien drin sind, die am meisten verdient haben. Die haben natürlich auch höhere Margin-Belastungen. Also da ist zum Beispiel Palladium drin, Erdgas, FDAX. Da ist der Gewinn pro Trade bei 5.000 Dollar. Das ist natürlich schon ein Knaller. Der gesamte Profit liegt bei 2,354 Millionen. Das ist alles auf 50 Jahre und ohne Wiedereinsatz bezogen. Maximaler Drawdown ist hier aber auch bei 54.800. Heißt also, jemand, der mit einem 30.000er Konto startet und einen blöden Startzeitpunkt erwischt hat, dem macht es das Konto platt, obwohl er die besten Strategien handelt. Das sind die lukrativsten Strategien aus diesem Ansatz. Aber wenn ich diese Trades mache, nur weil das Konto zu klein ist, werde ich es möglicherweise nicht überleben. Es sei denn, ich habe Glück und starte direkt mit einer Gewinnphase, aber darauf kann ich mich ja nicht verlassen. Heißt also, ich kann möglicherweise die besten Strategien erlernt haben, wenn die aber nicht zum Konto passen oder meine Kontoplanung nicht entsprechend ist, dann funktioniert das gar nicht. Das heißt, ich werde sogar mit den besten Strategien verlieren, weil ich überhebelt habe. Deshalb ist die Planung schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier habe ich den Screenshot mal reingepackt, wo die Margin von Palladium drin ist, 170.000. Da hat man also auch Spaß, wenn man das handeln will. Das nimmt einem dann alles raus. Sollte man also nicht machen. Wenn es um Strategien geht, ich habe ja gesagt, es ist wichtig, dass Strategien einfach gehalten sind. Und da gab es ganz interessante Untersuchungen. Ganz viele Trader aus dem privaten Bereich traden ja eher so nach Bauchgefühl. Und das Interessante ist, es gab hier eine Umfrage. Man untersucht, also man hat gefragt, wie entscheiden Sie, wie treffen Sie Entscheidungen? Und da sind Vorstände, Bereichsvorstand, Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter. Also natürlich sehr, sehr hohe Tiere innerhalb einer Firma, hohe Tiere, nicht so hohe und nochmal ein bisschen niedriger gestellte. Und da sieht man, dass die Vorstände, also die am höchsten gestellten, dass die am wenigsten Bauchentscheidungen treffen. Die lassen sich also am wenigsten nach irgendwie, ja, ich treffe mal eine emotionale Entscheidung, leiten. Was das Thema offensive oder defensive Entscheidungen angeht, das kann man ja aufs Trading genau eins zu eins rüber kopieren. Die Vorstände haben auch hier, wie viele Entscheidungen haben defensive Komponenten gehabt. Die haben ein ganz anderes Risikobewusstsein, eine ganz andere Selbstverständlichkeit, mit Risiken umzugehen, als es jetzt die nicht so hoch angesiedelten oder nicht so hochrangigen Leute sind. Und da kann man auch sehr viel von lernen. Wenn man über Strategieentwicklung ein bisschen oder damit so ein bisschen reinarbeiten möchte, dann oder generell in Richtung Risiko sich mal orientieren möchte, dann kann ich nur Gerd Gigerenzer empfehlen, weil da wird nämlich genau das thematisiert, wie kann ein System oder wie muss ein System konstruiert sein bei verschiedener Datenlage. An der Börse haben wir immer unvollständige Daten. Lage. Also wir haben immer unvollständige Informationen. Selbst wenn wir den besten Datenfeed und ein Bloomberg-Terminal und alles haben, dann haben wir unvollständige Informationen, weil wir wissen ja trotzdem nicht, wer muss heute aus welchem Grund gerade wie viele Stücke verkaufen oder kaufen. Macht er das nur einmal? Wie viel macht das auf den Kurs aus heute? Also wir müssten ja wissen, wie viele Einflussfaktoren gibt es, wie viel Prozent der heutigen Kursbewegung gehen auf diese Kappe. Das müssten wir alles wissen, haben wir nicht. Das heißt, wir haben unvollständige Informationen und bei unvollständigen Informationen muss man mit den Systematiken immer grob bleiben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Heißt also, wir brauchen bis hierhin
müssen wir verstanden haben, wir brauchen einfache, stabile Strategien, streuen breit und können dann, wenn wir die Einsätze klein halten, auch massenhaft wiederholen. Hier ein paar Equities, die sich auf das beziehen, was ich vorhin schon besprochen habe, beziehungsweise angesprochen habe. Das hier sind zum Beispiel aus dem Bereich der Power Breakouts. Power Breakouts sind Breakout Trades. Da gibt es insgesamt 141 davon, die wir innerhalb eines Jahres machen. Und das ist jetzt ein Portfolio, wo wir nochmal eine Auswahl aus diesen 141 getroffen haben, wo nur die besten 20 drin sind und in dem Fall die besten 20 nach wie viel haben sie verdient. Also das sind die lukrativsten, die schwanken. Wir haben die Grafik eben schon mal gesehen, schwanken aber auch mehr, verdienen 2,354 Millionen über diesen gesamten Zeitraum, aber schwankt auch auf 54, fast 55.000 Dollar. Das heißt, das müsste man aushalten können. Mit einem kleinen Konto kann man das eben nicht. So sehen die Untersuchungen dahinter aus. Wir haben also für jede Strategie den Net Profit, was für ein Drawdown hat sie und so weiter. Also Profit Factor, Kelly Percent, wie viele Trades wurden gemacht, Payout, Trefferquote und so weiter. Also das ist so das, was wir im Hintergrund als Daten haben. Dann haben wir hier für Top Seasonal Trades, das sind klassisch saisonale Trades, die gleiche Untersuchung. Da sieht man zum Beispiel, dass es Trades gibt, die sehr, sehr geringe Drawdowns haben. Das heißt also hier 3.000 Dollar Drawdown, das ist die maximale Schwankung, die diese einzelne Strategie, die diese einzelne Trade jemals verursacht hat in der gesamten Historie. Natürlich sind dann dort auch die Gewinne teilweise kleiner. Hier bei einigen Märkten sind sie trotzdem groß, Schwankungen klein, Gewinne groß. Aber ich muss also eine Auswahl treffen. Das heißt also, ich gliedere das. Wenn ich ein kleines Konto habe, muss der Primärschlüssel Drawdown sein. Und das kann ich eben herausfinden, wenn ich diese ganzen statistischen Untersuchungen habe. Und das macht bei uns der Klaus Müller, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, der wirft dann da immer den Rechner an und untersucht das dann. Hier sehen wir zum Beispiel bei den Top Seasonals, dass dort der maximale Drawdown bei 23.000 Dollar lag. Das muss sich natürlich immer auf Intra-Trade beziehen, weil das inkludiert die Trades auch während sie laufen. Das heißt, das wäre schon eher auszuhalten, so ein Portfolio, dass man die Schwankung davon aushält. Hier haben wir nochmal ein anderes Portfolio, das sind Short-Term-Seasonals. Da ist der maximale Drawdown bei 9.800 Dollar. Und jetzt kommen wir so langsam in eine Region, wo man sagen kann, okay, das könnte man auch mit einem Konto von 15.000 bis 20.000, könnte man das handeln. Da sind aber natürlich dann Strategien drin, die verdienen weniger. Aber so kann ich erst einmal, ich muss ja erst mal laufen lernen mit meinem Konto und mich dann mit der Zeit kann ich dann natürlich, wenn das Konto gewachsen ist, auch auf die performanceträchtigeren Strategien gehen. Viele starten eben mit letzterem und wundern sich dann, wenn das Konto das nicht aushält. Das heißt also, der Primärschlüssel bei der Kontoplanung muss erstmal sein, ich muss erstmal herausfinden, welche Schwankungen bringen diese Strategien mit sich? Wie stetig laufen sie denn über Dekaden? Also wenn etwas über 4, 5 Dekaden sehr stetig läuft, kann ich davon ausgehen, dass da offensichtlich ein Effekt dahinter steht, der auch so fundiert ist, dass es auch in der Zukunft ähnlich weiterlaufen wird. Aber dann muss ich gucken, ich brauche für ein kleines Konto, klein alles unter von 30.000 und auch für ein mittleres Konto muss ich eben Märkte nehmen, muss ich Strategien nehmen, und zwar Dutzende, die nicht so große Schwankungen verursachen. Und dann kann man so ein Portfolio zusammenstellen, was einem quasi so als Startrampe fungiert. Und wenn man dann basierend auf so einem Konto, wir sehen hier auch nochmal in der Spalte Max Drawdown, dass es Strategien tatsächlich gibt aus diesem Bereich, die maximal 2.500 Dollar Schwankungen hatten. Also das ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn ich solche Strategien kombinieren kann. Die verdienen natürlich dann aber auch keine Unsummen, wie man hier in der Spalte Net Profit sieht. Aber so ist die sinnvolle Vorgehensweise. Und irgendwann, wenn man dann tatsächlich sein Konto sehr, sehr stark hochgehandelt hat, kann man hier bei so einem High-Profit-Portfolio landen, wo natürlich die Schwankungen dann auch größer sind. 98.000 Dollar Schwankungen, aber man verdient auch 9 Millionen damit. Also wenn man das über 50 Jahre gehandelt hätte. Alles ohne Wiedereinsatz, also kein Zinseszinseffekt, sondern immer alles mit einem Kontrakt standardmäßig gehandelt. Profit per Trade ist bei 1.200 Dollar. Trefferquote auch hoch. Profit Factor 2,4. Aber das
Würde jemand mit einem Konto, was unterhalb von 100.000 liegt oder vielleicht auch nur knapp oberhalb von 100.000, würde das nicht handeln können, weil ich muss ja die Schwankungen aushalten, plus die Margins, während die Trades laufen, während vielleicht auch ein Drawdown läuft. Das heißt also, ich müsste dafür einfach ein Konto haben, was größer ist, 200.000, 250.000 Minimum. Dann kann ich das machen. Die Quintessenz ist also, die besten Strategien sind für jemanden mit einem kleinen Konto, die geringe Drawdowns haben. Und wenn ich dann mal Kapital aufgebaut habe, dann sind die besten Strategien oder die geeignetsten Strategien für mich, die auch tatsächlich richtige Pacemaker sind, die viel verdienen. Dann kann ich auch die Schwankungen aushalten. Und wenn ich es andersherum mache, wird es immer in die Hose gehen. Es ist nur eine Frage, der Zeit, wann ich das mache. Und ja, ich kann nur jedem raten, selbst wenn man schon vielleicht lange tradet, dass man einfach mal diese Schritte, die wir jetzt hier heute besprochen haben, dass man die mal so für sich durchcheckt. Das mache ich auch. Und auch bei mir hat es in den letzten 10 Jahren nochmal enorme Entwicklungen gegeben, wo ich auch Erfahrungen gemacht habe mit Strategien, die viel zu komplex waren, die ich früher gehandelt habe, wo ich sehr viel mehr auf Einfachheit gegangen bin und andere Strategien mittlerweile gar nicht mehr handle. Also da sollte man tatsächlich sehr starken Akzent drauf legen. Und ganz zum Abschluss habe ich noch einen sehr einfachen Trade, der ist aber auch jetzt nicht, ja, nicht zeitnah, aber australischer Dollar gegen US-Dollar long an Handelstag 4 zum Handelsbeginn rein und an Handelstag 10 im April zum Handelsende raus. 2500 Dollar, sprich 500 Ticks Stop. Das hat eine Trefferquote von 88,6%, Profit Factor 10,6 und verdient im Durchschnitt 836 Dollar pro Trade. Der Trade ist also einer der, ja, der stabilsten Trades aus den Seasonal Trades, auch sehr, sehr einfach gehalten. Da ist keine Filterung zusätzlich dabei. Aber ich würde auch davon abraten, jetzt zu sagen, ach cool, dann mache ich diesen Trade einmal, vielleicht klappt es ja. Wenn man sowas macht, dann muss man vorhaben, es dauerhaft zu machen, sprich also auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und im überübernächsten Jahr. Weil wenn ich das einmal mache, kann es gut gehen, es kann auch schlecht laufen. Das bringt nichts. Aber das ist zum Beispiel auch ein Trade, der maximal 3.000 Dollar als Drawdown hatte, ist also auch etwas, was geeignet ist für ein kleines Konto. Und damit sind wir auch schon, ja, haben wir fast eine Punktlandung, 18:30 Uhr. Damit sind wir auch schon durch für heute. Perfekt, ja. Vielen Dank, René, für die tollen Ausführungen. Ja, also insofern, das ist auch nochmal eine Erkenntnis, ne? Seasonals, also die Saisonalitäten erkennen und die dann auch konsequent handeln und nicht nur einmal, sondern dann tatsächlich jedes Jahr. Und es gibt so viele von diesen Pattern, wo man, wenn man in einem bestimmten Markt zu einer bestimmten Zeit investiert ist, langfristig alles schlägt, was es sonst noch gibt. Ja, also das ist wissenschaftlich erwiesen, dass das so ist, dass man damit auch die Indizes sogar schlagen kann. Ja, also das ist wirklich eine tolle Sache. Vielen Dank, René. Dann würde ich noch mal vorschlagen, ganz kurz vielleicht noch mal die Frage in die Runde. Wir haben ja jetzt so viel über Broker, Brokerwahl und Infrastruktur und so gesprochen. Vielleicht ist ja ein oder andere dabei, der noch abtrünnig ist, ja, der noch nicht bei WH Self Invest Kunde ist, dann würde ich einfach mal vorschlagen, klicken Sie nochmal auf Ja, wenn Sie Interesse haben, ein Neukundenangebot bei Kontoeröffnung zu bekommen und geben am besten noch die Telefonnummer im Chat an und ja, dann können wir da mal Kontakt aufnehmen und das einfach mal eruieren, was da so geht, ne? Vielleicht ist ja der ein oder andere noch bei einem US-Broker, fragt sich jetzt, wie geht es da weiter oder überlegt auch vielleicht mal von dem Broker, den man ist, jetzt völlig egal bei dem, zu wechseln. Soll es ja geben, also das ist Ihre Chance, klicken Sie drauf und dann können Sie da mit dabei sein. Ja, und dann habe ich auch noch, so jetzt mache ich auch mal hier die Kamera wieder an. So, da sind wir. Und dann übernehme ich auch noch mal kurz den Bildschirm, habe ich nämlich noch ein kleines Angebot für Sie alle. Das ist eine Sache, die wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, die unheimlich gut ankommt und die auch gerne genommen wird. Jeder, der jetzt hier noch bis zum Schluss eben dabei ist, hat die Möglichkeit, ein kostenloses Telefonat mit mir zu führen. 30 Minuten geht das maximal, ja, so ein
kostenloses Strategiegespräch, habe ich es immer genannt, aber es hat mit jetzt Strategiefindung oder Coaching im Sinne von Trader-Anleitung nichts zu tun, weil wir sind ja ein Broker, also wir dürfen ja gar nicht beraten in der Hinsicht, sondern es geht darum, das zu finden, was zu Ihnen passt, ja, im Sinne von Plattformen, Märkten, Daten, Feeds, was kann ich machen, wie kann ich es machen, was kostet was, wie kann ich das noch optimieren von der Kostenstruktur, oder ich habe wenig Erfahrung, was würden Sie mir raten? Also was. Sie können alles fragen, ja. Sie können alles fragen, was Sie möchten. Ob ich immer eine Antwort habe, weiß ich nicht, ja. Das kann ich nicht garantieren, aber zumindest können Sie erstmal alles fragen und dann gucken wir mal, wie wir da zusammenkommen. Ja, René, vielen Dank für deine Zeit, wie immer. Sehr, sehr schön beschrieben alles und auch für deine Erfahrung, die du uns hier mal präsentiert hast und an deren du uns teilhaben ließest. Also insofern super Sache. Vielen Dank an Ja, dich und vielen Dank. bis zum Hat nächsten Spaß Mal. Einen schönen gemacht. Abend. Ne? Ja, ebenso. Danke, ciao. Danke, ciao. Ja, und Ihnen wünsche ich natürlich auch alles Gute. Danke, dass Sie bis zum Schluss dabei waren und hier mit zugehört haben und zugesehen haben. War wieder eine große Freude. Wir haben das war ja Teil 1 jetzt, ne? Teil 2 von diesem Titel Futures wieder noch besser handeln. Das haben wir am kommenden Freitag. Jetzt am kommenden Freitag um 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr, werden wir da den Profitrader Max Schulz zu Gast haben und das mal aus seiner Perspektive beleuchten, wie man denn in diesem Jahr mit Future Trading durchstarten kann. Wird bestimmt auch ganz interessant, können sich natürlich auch wie immer kostenlos anmelden. Würde ich mich freuen, wenn wir uns dann am Freitag entsprechend wiedersehen. Wie gesagt, 15 Uhr geht's los. Wir mussten es ein bisschen vorverlegen. Heute waren wir ja mit 17:30 Uhr dran mit der gewohnten Zeit, aber da der gute Max in Thailand weilt und da der Zeitunterschied dann zu groß wäre, haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mal Freitag 15 Uhr und vielleicht hat ja der ein oder andere die Chance, trotzdem dran teilzunehmen, weil er vielleicht ja auch schon früher Feierabend machen kann am Freitag. Insofern, Dankeschön, alles Gute, bleiben Sie schön gesund bis zum nächsten Mal und wie gesagt, schauen Sie sich hier, buchen Sie sich hier über Calendly ein, scannen Sie den QR-Code oder nehmen den Link calendly.com/sfröhlich-whs und dann können wir einen Termin ausmachen, beziehungsweise Sie buchen sich da einfach ein. Dankeschön. Schönen Abend noch für Sie. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.